Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch heute berichten, wie ihr schon gesehen habt, dass wieder was an meinem Dacia dran war. Aber diesmal im positiven Sinne. Und zwar sieht so aus, dass ich ja bei der Werkstatt war, wie ihr wisst, und das mit dem AdBlue-Tank instand gesetzt worden ist. Dabei ist der Werkstatt aufgefallen, dass mein Gebläsemotor nicht mehr gegangen ist. Also die haben einen Fehler vom Hersteller, wo Dacia drüber Bescheid weiß, oder die Werkstätten, und haben mir den Gebläsemotor auf Garantie getauscht. So, ich zeige euch das mal. Und zwar sitzt der da hinten drinne, quasi hier in der Mittelkonsole, sitzt der Motor drinne, und habe ihn hingebracht, den Wagen, und habe ihn dann nach 4 Stunden wieder abholen können. Also wenn ihr auch einen Dacia Duster habt, um das Baujahr 2019, dann fragt mal nach, weil es kann sein, dass ihr damit drunter fallt. Und problematisch wäre es jetzt gewesen, wenn das erst aufgefallen wäre, wenn die Garantie weg ist. Weil dann müsst ihr es nämlich selber bezahlen. Also ruhig mal zu eurem Vertragshändler gehen, wo ihr den Wagen gekauft habt, und einfach mal die Papiere geben, und dann überprüfen die das. Und wenn ihr mit runterfallen tut, kriegt ihr automatisch einen Termin, und der Gebläsemotor wird dann getauscht. Ich hatte jetzt Glück, es wurde getauscht, oder es ist aufgefallen, nachdem mein Wagen repariert worden ist. Er war, glaube ich, auf der Hebebühne, wurde instand gesetzt, um die Inspektion wurde auch gemacht. Und dann beim Wiederanmachen ist der Gebläsemotor nicht mehr gegangen. Mein Glück war jetzt, dass es einfach passiert ist, wo der Wagen in der Werkstatt war. Somit war das kein großes Problem. Aber ich würde an eurer Stelle mal nachfragen, weil viele fahren damit rum und wissen nichts davon und haben dann nachher das Problem, und dann ist die Gewährleistung weg. Und dann müsst ihr nämlich dann dafür selber aufkommen. Deswegen fragt mal nach. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Und dann bis demnächst. Ach so, bei Fragen oder was auch immer, ab in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.